Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video möchten wir euch Spacebase vorstellen. Und zwar gibt es eine kleine Erklärung und dann gibt es ein Fazit. Ja, dann möchte ich euch heute mal Spacebase vorstellen. Wie man schon sieht, ein intergalaktisches Würfelspiel, wie es so beschrieben ist. Kurz zu dem, was man hier grundsätzlich sieht. Wir sind alle so Kommandanten oder Kommandore, wie das Ganze so heißt. Und jeder hat eine Flotte, die aus ungefähr aus 12, sage ich jetzt mal, einzelnen kleinen Schiffen ja besteht. Und ja, diese Schiffe wollen wir mit der Zeit, so heißt es, thematisch entsenden. Um ganz ehrlich zu sein, über das Thema können wir jetzt streiten. Es ist nichts anderes wie ein Rennspiel. Wer nämlich zuerst 40 Siegpunkte gemacht hat, der gewinnt. Und wie funktioniert das Ganze? Relativ simpel. In seinem Zug nimmt der aktive Spieler die zwei Würfel und würfelt. Das können wir jetzt einfach mal machen. Und dann hat man dementsprechend folgende Optionen. Nämlich, ich kann mit der 3 mein Schiff im Slot 3 aktivieren und mit der 6 mein Schiff im Slot 6. Oder ich kann die Summe aus beiden Würfeln bilden und könnte das Schiff in Slot Nummer 9 aktivieren. Wichtig, aktivieren bedeutet, dass ich diese Felder, die hier oben angegeben sind, in dem Beispiel bei mir sind es aktuell blaue Felder, es können aber auch grüne Felder nachher dann dementsprechend sein, die aktiviere ich. In dem Beispiel mit 3 und 6 wäre es folgendermaßen, ich würde insgesamt 2 Credits erhalten. Genau, diese Erträge, die ich dann erhalte, die kann ich dann auf den unteren Leisten abbilden. In der oberen Leiste habe ich Credits. In der zweiten Leiste ist es dann Einkommen. Das ist das, was man bei mir momentan auf den Plätzen 9 bis 12 sieht. Und in der letzten Reihe werden dann die Siegpunkte abgetragen bis zu den 40, die ich dann zu erreichen habe. Ja, der Clou an dem Spiel ist dann aber folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt diesen Würfelwurf gemacht habe, dann können meine Mitspieler die Würfel auch verwenden. Die können sie aber nur dann verwenden, wenn sie diese Karten hier in den Slots schon auf Mission geschickt haben, wie die Spielregel das so schön sagt. Im Endeffekt, wenn sie schon mal eine Karte gekauft und ausgetauscht haben. Das würde jetzt bei meinen beiden Mitspielern gerade nicht funktionieren, weil beide nur auf der 10 aktuell einen Schiff entsandt haben. Aber jetzt nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich hätte eine 10 auch gewürfelt. Und wie gerade gesagt, könnte ich 4 oder 6 einsetzen oder bei mir die 10. Und meine Mitspieler hätten jetzt die Möglichkeit, sie nehmen auch die Summe, die 10. Und bei dem Beispiel würde jetzt Elias und der Jörg jeweils 3 Credits bekommen. Die würden sie dann dementsprechend bei sich auf ihrer Credits-Leiste abtragen. Das bedeutet, Ziel des Spiels ist es natürlich, sein Schiffsdeck immer weiter zu verbessern. Und das sieht man auch schon in der Mitte. Da gibt es schon unterschiedliche Schiffskarten der Stufe 1, 2 und der Stufe 3. Und die Karten sind einfach auch schön angegeben. Man sieht immer links oben die jeweiligen Kosten in Credits, die man bezahlen muss, um dieses Schiff sein eigen nennen zu dürfen. Und man sieht rechts oben den jeweiligen Slot, das Schiff belegt. Bedeutet, ich darf nicht einfach ein Schiff irgendwo hinsetzen, sondern wenn ich ein Schiff kaufe, wo dann auch die 12 draufsteht, dann muss ich das auch dementsprechend bei der 12 platzieren. Und das Platzieren würde dann so aussehen, ich würde dann die Karte drüberlegen und drehe die Karte, die ich ersetze, um und schiebe sie dann auch auf dem jeweiligen Slot wieder unten drunter. Jetzt kommt eine Besonderheit, die mich aber auch ganz ehrlich ein bisschen stutzig gemacht hat, und zwar folgendes. Wenn ich eine Karte kaufe und das ist in meinem Zug, nachdem ich gewürfelt und die Erträge bekommen habe, der nächste Zug, dass ich eine Karte kaufen kann, eine, dann muss ich zum einen die Credits natürlich haben, die hier draufstehen, das ist klar. Nur, es ist dann nicht so, wenn ich eine Karte mit 3 Credits kaufe, dass ich dann nur um 3 Credits nach hinten gehe. Nein, ich muss tatsächlich alle meine Credits ausgeben dafür, das heißt auf 0 senken. Das war das, was mich am Anfang ein bisschen stutzig gemacht hat, dass ich dann meine ganzen Credits verliere. Aber dann kommt grundsätzlich irgendwann auch das Einkommen ins Spiel. Nämlich, ich kann mit der Zeit Einkommen bekommen.
Und dann nehmen wir jetzt einfach mal folgendes Beispiel. Mein Einkommenswürfel wäre auf der 4, mein Creditswürfel auf der 5. Ich würde mir dieses Schiff für meinen Platz 11 kaufen. Das würde mich 3 Credits kosten. Ich falle aber auf 0 zurück. Dann wird am Ende meines Zuges der Würfel mindestens auf das Einkommen wieder hochgesetzt. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, so eine Mischung aus bekomme Credits und ich möchte dauerhaft ein Einkommen generieren, dass ich dann nicht immer ganz so tief falle. Wichtig ist auch Folgendes, ich kann in meinem Spielzug kann ich auch sogenannte Fähigkeiten einsetzen. Was sind jetzt Fähigkeiten? Fähigkeiten, man sieht es hier an der einen oder anderen Stelle, da gibt es solche Würfelfelder beziehungsweise solche Felder, wo ich solche Würfel nachher platzieren kann. Und das ist dann folgendermaßen. In dem Beispiel wäre jetzt diese Karte auf meinem Platz Nummer 1. Und wenn ich dann beispielsweise eine 1 gewürfelt habe, dann darf ich einen solchen Marker dann auch auf dieses Schiff draufsetzen. Und dann ist unten drunter beschrieben, welchen Effekt ich denn nämlich ausüben darf. Und diesen Effekt, das ist dann auch gut dargestellt, was denn der kostet, wenn die Felder nicht miteinander verbunden sind, kostet mich dieser Effekt das Abwerfen eines Würfels. Das kann ich dann in meinem Zug dementsprechend tun. Und in dem Beispiel wäre, wenn ich dann diesen Würfel abgeben würde, bestimme das Ergebnis eines Würfels, anstatt ihn zu werfen. Das kann eigentlich auch eine sehr mächtige Fähigkeit sein, dass ich den Würfel nicht werfe, sondern sage, ja, ich möchte vielleicht eine 6 schon auf jeden Fall haben und würfel dann beispielsweise nur den zweiten Würfel. Oder, optimales Beispiel, ich habe 2 solche Karten, beispielsweise auf Platz 1 und auf einem anderen Platz und kann dann, wenn ich auf jeder Karte einen so Würfel drauf habe, die dann beide einsetzen, um beispielsweise gar keinen Würfel würfeln zu müssen. Es gibt dann aber auch bestimmte Felder, beispielsweise wie dieses hier. Da muss ich, um diese Fähigkeit ausführen zu können, beide Würfelfelder besetzt haben. Das zeigt dieses Symbol, wenn es in der Mitte ist. Und dann sieht man auch hier rechts, das ist dann je nach Spieleranzahl, brauche ich für den Effekt bei jetzt 3 Spielern beide Würfeln. Würden wir jetzt zu 4 spielen, dann benötige ich beispielsweise für nur einen Würfel oder nur einen Cube für diese Fähigkeit. Genau. Beschrieben sind die Fähigkeiten meist auf den jeweiligen Karten. Es gibt nicht viel Symbole. Es gibt die Symbole für Credits, es gibt die Symbole für Einkommen und es gibt die Symbole für Siegpunkte. Und beide Karten haben eben die Seite für den eigenen Bonus. Das ist dann das blaue Feld. Oder wenn ich die Karte später ersetze, dann sehe ich den Bonus bei dem roten Feld jeweils, der mir dann zusteht, wenn beispielsweise einer meiner Mitspieler gewürfelt hat. Zu guter Letzt haben wir hier oben dann noch solche End- bzw. Siegpunktkarten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die sind zum Schluss recht spannend. Die machen während des Spiels nicht unbedingt Sinn. Nämlich, wenn ich eine solche Karte gekauft habe, blockiert sie meinen Platz dauerhaft. Bedeutet, ich kann sie auch nicht durch ein anderes Schiff ersetzen. Deswegen muss ich mir das gut überlegen, ob ich das Ganze mache. Und die Siegpunkte, die hier draufstehen, die bekomme ich auch nur einmalig. In den Spielen, die ich bisher gemacht habe, war das meistens recht gegen Ende des Spiels, dass man einfach dann versucht hat, noch schnell zu den 40 Siegpunkten aufzuschließen, beziehungsweise wenn jemand deutlich geführt hat, den Rückstand dann aufzuholen. Aber am Anfang des Spiels haben sie keine Bewandtnis. Was interessant ist, sind dann solche grünen Karten, die dann auch beeinflussen, dass ich beispielsweise, wenn ich diese Karte jetzt hier auf der 3 hätte, dann bekäme ich so einen Würfel und ich könnte das dann einsetzen, um beispielsweise einen Würfelwurf zu beeinflussen. Wie geht das? Und zwar bei dem Beispiel, ich hätte die 10 gewürfelt. Ich würde sagen, ich nutze diese Fähigkeit, um das Ganze dementsprechend zu aktivieren. Dann würde der 10er Würfel zu einem 11er Würfel, er würde 1 nach rechts wandern. Dafür sind die Pfeile gedacht. Wie man hier in der Auslage sieht, gibt es auch manche Pfeile. Das heißt, ich kann es zweimal nach rechts setzen. Warum das wichtig ist, möchte ich gerne im kurzen Beispiel festmachen. Nämlich, es gibt eine Karte im Deck, die ich bei meinem letzten Spiel genutzt habe, die man auf die 12 machen kann.
Und da gibt es insgesamt 5 Plätze. Wenn man alle 5 belegt hat, dann hat man das Spiel sofort gewonnen. Und dann habe ich mir persönlich insgesamt mit 3 bzw. 4 solchen Karten gearbeitet, weil ich die Würfel immer weiter verschieben wollte. Bedeutet, wenn ich in Summe mindestens eine 9 oder 10 gewürfelt hat, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es auf die 12 legen konnte. Und so kann man das Spiel auf unterschiedliche Arten und unterschiedliche Weisen gewinnen. Und ich denke, jetzt steigen wir dann mal ins Spiel ein und kommen danach zum Fazit. Jetzt habt ihr die Erklärung vom Thomas gehört. Er ist schon viel vertiefter in dem Spiel und ihr merkt, das hat doch etliche Kombinationen. Damit sind wir auch beim Fazit. Fangen wir beim Cover an. Nachher gibt es auch die Meinung vom Thomas noch. Das Cover natürlich Space Base. Ich bin ja großer Science-Fiction-Fan, das wisst ihr. Aber wenn ihr die Erklärung gehört habt, dann merkt ihr, da hätte man eigentlich irgendwas Beliebiges drüber stülpen können. Landwirtschaft etc., irgendwelche Pferde, was wir vorhin gesagt haben, völlig egal in dem Fall. Da denkt man, man geht auf Reisen, Science-Fiction, klar, das kann man durchaus verwenden, man hätte aber auch ein x-beliebiges Thema drüber stülpen können. Es funktioniert bereits in kleiner Runde und großer Runde gut und ich kann durchaus nachvollziehen, dass teilweise Boardgame Geek, aber auch bei anderen Online-Shops die Bewertungen sehr, sehr hoch sind, mit sehr vielen Sternchen versehen sind, weil es durchaus ein schnelles Spielchen ist für zwischendurch. So würde ich es mal sagen. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Spiel. Den Hype teilweise, den ich da teilweise in den Kommentaren lese, der ist schon wahnsinnig. Aber warum auch nicht? Geschmäcker sind verschieden. Ich finde es dennoch ein gutes Spiel. Der Elias hat es auch schon gespielt. Der findet es auch ein gutes Spiel. Der tendiert sogar zu weitem höher, weil das durchaus erinnert ein bisschen so an Machikoro. Wobei, da legt man ja auch die Karten an, bindet sich Kombinationen. Nur hier sind es natürlich die Würfel, die im Mittelpunkt sind. Ja, angegeben ist, Thomas, ich glaube, ab 10 Jahre in dem Fall. Ab 10 Jahre, das passt auf jeden Fall. Wenn ihr aber ein bisschen spielerfahrene Kinder, Jugendliche bei euch habt, dann könnt ihr das locker schon mit 8-, 9-Jährigen spielen. Das auf jeden Fall in einer kleinen Runde. Ihr müsst nur zählen können und teilweise stehen natürlich die Texte drauf, die muss man zuordnen können. Und was natürlich durchaus das innovative, interessante Element, innovativ tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, man kann natürlich etliche Kartenkombinationen bilden und dadurch kann man natürlich jede Runde anders spielen. Ich kann auf Geldstrategie gehen. Ich kann, wie jetzt gerade eben, wie ich gespielt habe, gleich anfangs voll auf die Siegpunkte gehen. Das kann hinhauen, aber wenn nach der Hälfte der Partie die Würfel einfach nicht so fallen, wie ich mir das vorgestellt habe, dann geht das natürlich auch schief in dem Fall. Und jetzt habt ihr meine Meinung gehört und jetzt wird es Zeit, dass der Thomas vielleicht auch noch ein paar abschließende Worte findet zu diesem Spiel. Ja, also ich denke, bei der Erklärung hat man es am Anfang vor allen Dingen rausgehört, dass ich mich schwer damit getan habe, erstmal den Kontext wieder herzuholen von dem Spiel mit den Kommandanten und mit den einzelnen Schiffen. Das hängt einfach damit zusammen, da das Thema eigentlich komplett belanglos ist. Das ist so mein großer Kritikpunkt an dem Spiel. Ich mag ja sehr thematische Spiele. Und wie Jörg ja auch gerade gesagt hat, ob da jetzt Pferde oder irgendwas anderes sind, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Das heißt, das Thema kann man eigentlich relativ schnell vergessen. Was nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also ich war überrascht in den diversen Spielen, die ich hauptsächlich erstmal mit meiner Frau und jetzt mit Jörg und Elias gemacht habe, wie unterschiedlich sich es dann doch spielt. Und es kam zu sehr vielen doch, sage ich mal, erinnerungswürdigen Aktionen. Beispiel in unserer ersten Partie mit meiner Frau habe ich mit 40 Siegpunkten, wollte ich das Spiel beenden, da die Runde aber zu Ende gespielt wird, hat mir meine Frau dann im letzten Zug einfach dann nochmal mehrere Siegpunkte draufgedrückt, so dass ich letztendlich dann doch mit den 40 Siegpunkten verloren hatte, weil sie nämlich zum Schluss 43 hatte. Oder in einem weiteren Spiel hatte ich die andere Taktik probiert mit der Karte im Spiel, bei der ich 5 solcher Cubes draufbringen muss. Dann gewinne ich automatisch das Spiel, da sind die Siegpunkte völlig irrelevant. Und ich habe überhaupt keine einzige Siegpunktkarte auf meinem Tableau gehabt. Ich habe dann nur solche Würfelbeeinflussungskarten gehabt, sodass ich die Möglichkeit hatte, aus einer 10, einer 11 immer dann diese 12 zu machen und immer einen Cube mehr drauf zu bekommen. Na gut, was war das Ende vom Lied? Ich habe 41-0 verloren. Ich hatte 4 von 5 Cubes letztendlich drauf. Ja, hatte ich ja gelacht. Ich hätte eine Runde letztendlich noch gebraucht, um zu gewinnen. Aber gut, meine Frau hatte den Spaß ihres Lebens und dann musste ich halt zum Jörg fahren, um endlich mal wieder zu gewinnen. Noch schlimmer. Okay, also was ich damit sagen will, auch wenn ich es thematisch am Anfang so ein bisschen verrissen habe, man kann eigentlich raushören, dass wir sehr viele spaßige Momente bei dem Spiel gehabt haben. Es sich dann wirklich immer
doch anders gespielt haben. Auch heute habe ich wieder gesehen, wie der Jörg ausprobiert hat und sein ganzes Tableau mit diesen Kolonial- oder Kolonisierungskarten, egal, keine Ahnung, was da steht, auf jeden Fall diesen Siegpunktkarten blockiert hat. Das schon mal als Tipp, das würde ich am Anfang relativ sein lassen. Zum Schluss, wie in der Regelerklärung ja auch gesagt, macht es durchaus Sinn, aber nicht zu Beginn. Fazit von meiner Seite, wie Jörg auch schon gesagt hat, ich bin da völlig bei ihm. Eigentlich ein echt gutes Spiel für zwischendurch. Keine großen Regeln, man steigt ein. Kann man auch als Absacker mal dementsprechend machen oder in einer Spielrunde, wo jetzt die Leute nicht so fit sind. Die Regeln hat man innerhalb kürzester Zeit erklärt. Bei den Kartentexten kann man helfen. Ein durchaus gutes Spiel, was mit Sicherheit auch in Zukunft das ein oder andere mal wieder auf dem Tisch landen wird. So, und das waren jetzt in dem Fall auch das Fazit, die Worte von Thomas, was das Spiel angeht. Wir stufen es beide als gut ein. Der Elias ist gar nicht mehr dabei. Der würde jetzt auch sagen, es ist ein gutes Spiel. Da kam auch auf seine Kosten. Klar, meine Strategie ging in die Binse. Da fährt der Thomas immer mal wieder gerne zu mir. Aber das Spiel ist sehr variabel. Was ich noch dazu sagen wollte, der eine oder andere denkt, ja, irgendwann kennt man ja alles. Also ihr spielt ja erst einmal ewig. Ihr braucht, wenn überhaupt, nur die Grundbox. Gerne über die unten genannten Links. Da könnt ihr mal reinschauen. Da seht ihr auch, dass das Spiel richtig gut bewertet worden ist. Das war echt positive Überraschung. Es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Aber wer jetzt genauer schaut, der merkt auch, oh, da gibt es auch etliche Erweiterungen oder einige Erweiterungen. So muss ich sagen. Also wer da jetzt Geschmack gefunden hat, der kann dann auch gleich überlegen oder wenn er es schon hat, die eine oder andere Erweiterung dazu zu nehmen. Weil wie gesagt, das Ganze ist bei AEG, Vertrieb über Asmodee, ist also in der deutschen Ausgabe erschienen. Die Kartentexte sind soweit verständlich, die Anleitung ist auch soweit klar. Also da findet ihr euch auf jeden Fall zurecht. Ja, und das zum Thema Werbung. Wie gesagt, wer jetzt Gefallen gefunden hat, schaut je nachdem noch auf andere Bewertungen oder schaut in die unten genannten Links. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne über die unten genannten Links bestellen. Da zahlt ihr übrigens nicht mehr, egal welches Produkt. Ja, ansonsten sage ich danke Thomas für die Erklärung. Der steckt nämlich schon ein bisschen tiefer drin. Wie es euch gefallen hat, würde mich je nachdem auch interessieren, was für eine Meinung ihr zum Spiel habt. Ja, lasst euch jetzt nicht blenden von Science Fiction. Der Jörg macht da eh ein bisschen Abstriche, was Science Fiction angeht. Aber wir wollten es euch auf jeden Fall vorstellen. Und ihr könnt eure Meinung gerne auch in die Kommentare unten reinschreiben. Das war's von meiner Seite. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.